Moin Moin, willkommen in der Garage. Ja, draußen 0 Grad, hier drin einigermaßen eingeheizt, aber müssen wir uns mal warm arbeiten. Ja, heute steht die weiße Chao auf dem Programm, ich habe mir hier auch schon so einen Spickzettel gemacht. Der Scheinwerfer soll ja ausgetauscht werden gegen den weißen, da haben ja einige Leute geschrieben, gefällt ihnen gar nicht. Mir gefällt es auch nicht, hier ist ja schon dieses weiße Rücklichtgehäuse dran. Und es gibt Leute, die machen dann auch noch weiße Räder, weiße Schutzbleche, weißen Sattel, weiße Griffe, weiße Hebel, weiße Bautenzüge. Ich finde, dann ist überhaupt kein Kontrast mehr. Dann sieht das immer nur noch aus wie so ein weißer Klecks oder wie ein gelber Klecks. Oder. Aber das ist nicht mein Job. Das ist muss der Besitzer selber wissen. Und wenn er es schön findet, soll es mir recht sein. Der Tacho muss eingebaut werden. Das kann man in dem gleichen Atemzug machen, wenn man den Scheinwerfer sowieso schon auseinander hat. Der Ständer muss ausgetauscht werden. Dann sagte er ja erst, dass die Gabel nicht richtig federt. Und da hatte ich erst gedacht, dass die Buchsen hier fest sind. Aber wenn man sich das anguckt, die federn beide wunderbar. Die sind leichtgängig. Was ich aber festgestellt habe, das Radlager hat leichtes Spiel und der Lenkkopf hat leichtes Spiel. Das sorgt natürlich dann auch schon dafür, dass das vorne so ein bisschen alles wackelig ist. Der Benzinhahn, der nur auf Reserve durchlässt, den müssen wir angucken. Dieser Gepäckhaken, gut, ist nicht ganz im Bild, unterm Sattel, das muss gemacht werden. Die Bremsen kann man bis zu den Griffen ziehen, das müssen wir überprüfen. Getriebeölstand muss geprüft werden. Und dann gucken wir mal letzten Endes, was jetzt dabei rauskommt. Und jetzt ist vielleicht, ja, ich weiß gar nicht, womit fange ich an. Es hat ja auch noch mal jemand gefragt mit dem Ständer, wie der zu montieren sei mit diesen Torsionsfedern unten drin. Das ist natürlich ein bisschen friemelig. Da habe ich überlegt, ja, vielleicht kann ich das noch mal ein bisschen genauer zeigen. Da habe ich mich die ersten Male, wo ich das gemacht habe, nämlich auch dusselig angestellt. Das geht nämlich eigentlich relativ einfach. Ich will mal sehen, ob ich das heute mit der Kamera so ein bisschen einfangen kann, wie einfach das eigentlich geht. So, und damit das mit dem Ständer daran leichter zu arbeiten ist, habe ich mir hier so eine Konstruktion gebaut. Ich habe jetzt letztens hier vorne nochmal Ösen in die Bühne eingesetzt, mit Spanngurten angezogen, das Vorderrad mit der Klemme eingeklemmt und hinten mit dem Scherenheber hoch, dann komme ich hier nämlich eigentlich in diese Ständergeschichte auch gut ran. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir das jetzt auseinandernehmen, weil da hat ja jemand eine 6 mm Schraube durchgedroschen. Da wird es jetzt erstmal spannend, wie wir die rauskriegen. Die muss zur anderen Seite raus und da ist nämlich eigentlich die Tretkurbel. Hier ist das Ganze mal gekontert. Das ist aber bisher so der einzig böse Fusch, den ich bisher hier an dem Moped sehe. Oh, und hier, auch doch jetzt, kann ich die Mutter runterdrehen. Wir haben mal gespannt, was hinter dieser gigantischen Unterlegscheibe ist. Aber M6 für eine Ständeraufnahme. Was ist dahinter? Aha, dahinter ist also die normale Buchse und die hat jemand einfach bündig abgetrennt, weil normalerweise geht die ja weiter durch. Jetzt mal besser sehen könnt. Normal geht die Buchse hier weiter durch und ist dann mit so einem Sicherungsclip gehalten. So, und jetzt müssen wir sehen, dass wir auf der anderen Seite das so hinkriegen. Das wird wahrscheinlich nicht gehen.
dass ich die Schraube hier rauskriege, ohne dass ich die Tretkurbel einmal rausziehe. Das passt von der Flucht her nicht. Oder ich habe so viel Spiel in dieser Buchse. Das sieht aber nicht so aus, als wenn ich das da dran vorbeikriege, ne? Oder? Boah. Da fehlt ja wirklich nicht viel, ne? Da fehlt ja wirklich nicht viel. Ich versuche das mal eben, aber dazu brauche ich zwei Hände. So, habe ich hingekriegt. Das ging doch gerade mit der Spitzzange ein bisschen fingern. Die Welle hier hat etwas Spiel schon. Das ging gerade eben so. Achso, das Pedal hier muss auch nochmal irgendwie fest. Das ist auch lose. So, und jetzt versuche ich mal, die Buchse von der Ständeraufnahme da ein bisschen durch zu, auf die andere Seite durchzukriegen. Weil hier haben wir ja freie Fahrt. Und hier. Ach. Es ist noch die Originalbuchse. Die hat aber mal jemand. Warum auch immer. Das ist natürlich jetzt blöd. Auf dieser Seite abgeschnitten. Aber die Originalbuchse, das ist jetzt so eine Reparaturgeschichte. Die Originalbuchse ist hier praktisch aufgepilzt, verstemmt, dass sie hier an der Seite dicker wird und nicht mehr durch den Rahmen kommt. Und das ist auf der einen Seite noch vorhanden. Das heißt, von der anderen Seite kriege ich sie nicht durch. Ich kriege sie nur nach da durch. Dann muss ich doch hier die Kurbel abnehmen, den ganzen Kram nach drüben rausziehen. Und die Buchse nach drüben rausziehen. Das ist bei diesen Reparaturdingern natürlich deutlich besser, weil die kann ich von beiden Seiten aus reinschieben. Na gut, dann muss drüben also die Seitenverkleidung ab. Hier können wir ja schon mal gucken, ob wir die Kurbel immerhin, das löst sich schon mal. So, hier drehe ich die Mutter immer bündig mit den Bolzen und dann versuchen wir mal, ob wir die mit dem, ja, die ging sogar mit einem leichten Schlag raus. Manchmal muss man da schwereres Geschütz auffahren, aber die kommt wahrscheinlich freiwillig raus. So, hier Kurbel ab, andere Seite Verkleidung ab, dann muss die Kette ab, damit ich den ganzen Scheiß rüberziehen kann. Na gut, wäre auch einfacher gewesen. So, jetzt habe ich das hier eben abgenommen. Also, ob man das jetzt hier auf dem Bild kann man wahrscheinlich nicht erkennen. Hier ist sie so ein bisschen aufgespleist, diese Buchse. Das heißt, wir müssen sie zu dieser Seite raustrennen. So, mal gucken, ob wir das jetzt, kann man das sehen? Ja, kann man sehen. Das scheint aber auch schon ausgeschlagen zu sein hier. Da müssen wir mal eine Nummer größer nehmen, oder? Plumps.
So, Ständer ist raus. Und jetzt werde ich mal das alles ein bisschen sauber machen da, damit ich den Einbau besser zeigen kann. Das ist ja alles ein bisschen schwarz, genauso wie die Achse ist ja auch ziemlich dreckig. Machen wir auch mal ein bisschen sauber. Und jetzt kann man aber hier ganz gut sehen, zu der Seite hätte ich ihn nicht rausgekriegt. Aber das Ding ist völlig eingelaufen. Und anstatt dann die Buchse zu erneuern, weil die so eingelaufen ist, schweißt man dann Rohrstöcke da runter. Mit dem Korken drin oder was. Spannende Geschichte. So, und so sieht das Ganze dann praktisch jetzt zusammengesetzt aus. Die Feder hat zwei Enden logischerweise. Ein Ende kommt hier rein durch das Loch im Ständer und das andere hängt hier so. Und jetzt ist diese Geschichten müssen hier hinter. Und das ist natürlich ein ziemliches Gewürge. Aber man kann das eben halt auch anders machen. Wichtig ist nur, dass man die Federn gleich in der richtigen Reihenfolge einfädelt. Und diese hier noch gar nicht einhängt an der Seite. Die in die Löcher werden hier gar nicht eingehängt. Und das bereiten wir mal eben vor. So, ich hoffe, man kann das jetzt einigermaßen sehen. Ich nehme jetzt also hier die Buchse wieder auseinander, die Federn auch raus. Die sich auch gerne mal ineinander verkeilen. So, der Ständer kommt ja hier in die Mitte rein, was hier auch schon nicht richtig passt. Wenn ich jetzt nicht weiß, ist der Ständer ein bisschen, ja, der ist ein bisschen verbogen. Der ist hier vorne zu weit auseinander, den werde ich ein kleines Stückchen weiter zusammenbiegen. So, jetzt wird der Ständer noch ein bisschen eingefettet. An den Stellen, wo er sich bewegt. So, jetzt ist die Kunst, das erste Mal richtig anzusetzen. Hier ist meine Buchse. So, da haben wir ihn schon mal angesetzt. So, jetzt kommt die erste Feder. Das ist die hier mit dem Schniepel hier nach außen. Und entsprechend mit dem Schniepel hier zur anderen Seite kommt die hier auf der anderen Seite rein. So, und jetzt muss ich mal eben auf der anderen Seite fingern, dass ich da das Loch richtig treffe. Da kann man immer nachhelfen, ein bisschen mit dem Schraubenzieher. Zack. So. Damit das jetzt nicht alles wieder auseinanderrutscht, kommen auf beiden Seiten schon mal diese Sicherungsringe rüber. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich meine Zange hingelegt habe, da. Falsch eingestellt. Zack. Der sitzt. Drücken wir zur anderen Seite durch. Und dann kommt der andere Clip auf der anderen Seite ran.
dann rutscht uns das wenigstens schon mal nicht mehr auseinander. So, und jetzt habe ich das Problem, dass ich genau hier die zweite Kerbe nicht mehr treffe. Aber das kann ich dann jetzt auch nicht ändern. Wir haben ja an dieser Buchse hier zwei Kerben. Und das ist immer so ein bisschen von der Toleranz abhängig. Ich habe einmal hier die Kerbe und dann habe ich hier außen nochmal eine Kerbe. Und das andere auf der anderen Seite auch. Und wenn alles gut läuft, kriege ich es beides mal auf der Innenseite durch. Hier aber nicht. Das muss jetzt hier sowieso nochmal ein paar Mal ein bisschen... Ja, es geht schon leichter. So, und jetzt, ach, ich Depp, jetzt habe ich nämlich genau den Fehler gemacht, den ich eigentlich nicht machen wollte. Weil beim Einfriemeln, beim Rein müssen die beiden schon mal in die Richtung zeigen. Das habe ich jetzt in Eile nicht gemacht. Na gut, nochmal das Ganze. So, das ist jetzt eben halt so ein bisschen das Gefummel. Dass der muss nach außen und der muss aber drinnen bleiben, der eine. So, jetzt haben wir es aber. Ja, ist ein bisschen schwer zu erklären. So. Das heißt, wir haben jetzt die beiden dahinter. Und jetzt müssen wir die hier. Und das geht mit ein bisschen Gefriemel mit der Hand, notfalls mit der Zange, die ich mir natürlich besser beiseite legen sollte. Kann man dann die Feder hier rumziehen und in das Loch einhängen. Aber wie gesagt, da ist ein bisschen Wumms drauf. Ich muss das jetzt noch mal eben anders machen, weil es geht natürlich deutlich einfacher, wenn der Ständer hochgeklappt ist. So, nun noch mal das Ganze. Feder hier hinten rausfingern. Was sie jetzt natürlich freiwillig auch nicht macht. So, die hängt da jetzt. Kriege ich die andere besser zu fassen? Jetzt ist mir natürlich hier auch die Kamera im Weg. Und da das hier überall schon ausgehakt war, ist es ätzend, das irgendwie zu fassen zu kriegen. Da ich jetzt das Ganze von hinten mache und auch nicht sehe, wo ich jetzt mit der Feder gerade bin,
Wo bin ich denn da gerade? Muss das, glaube ich, mal mit dem Spiegel machen. Ja, sorry, die eine Seite habe ich jetzt schon ohne euch eingehängt. So, jetzt hole ich mir hier auch wieder diese, die da blöderweise hier an dieser einen Kante immer zurückspringt. Jetzt. Und die hole ich mir jetzt von dieser Seite rein, weil man da besser rankommt. Ja, das könnt ihr das überhaupt sehen? Wie mache ich denn das mal am besten? So, jetzt kann ich sie hier mit der Zange runterholen und durch das Loch stecken. Zack. Und jetzt sind sie beide drin. Bisschen blöd zu erklären, bisschen schlecht zu filmen. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Also die erstmal nicht einhängen in die Löcher, sondern darauf achten, dass das andere Ende hinter dem Stück, wo die Tretachse durchkommt, rein, hinterhakt. Dann habt ihr natürlich das Problem, dass dieses Ding ziemlich weit hinten hängt. Das kann man aber mit dem Finger ein bisschen vorholen oder hier so mit dem Schraubenzieher nach vorne ziehen und dann mit der Zange einmal ein bisschen drehen und rein durch die kleinen Löcher. So, nun können wir die ganze Schose hinten wieder runterlassen. Klemmt was zwischen. Was klemmt denn dazwischen? Irgendwas hat sich da jetzt gerade verklemmt, verkeilt, sonst was. Verdammt. So, entklemmt das Ganze. Ja, stellen wir. Passt. Genug Platz hinten. So soll es sein. So, und dann machen wir als nächstes. Als nächstes kommt die saubere und frisch gefettete Tretwelle hier rein. Hier kommt dann die Beilerscheibe. Dann kommt die Zahnzulse, die wir auch nochmal eben ein bisschen sauber machen. Hier rüber. So, und jetzt kann die Kurbel drauf. Pedal habe ich schon festgezogen. Das ist ja hier, die linke Seite hat Linksgewinde. Und weil ich das Ding eh schon mal habe, habe ich das Ding eben mit Schraubstock gespannt und dann einmal richtig festgezogen, weil das geht dann doch einfacher, wenn man es ausgebaut hat. So. Kommt jetzt hier der Kurbelkeil wieder rein. Und es geht schon wieder los mit dem Werkzeugsuche. Ich muss gleich mal eine kleine Pause machen, um zwischendrin aufzuräumen. So, großen Hammer drunter halten, mit dem kleinen Hammer schlagen, dass man nicht so viel Kraft auf die Welle ausübt. So, jetzt ziehen wir das Ganze wieder fest. Und zwar nicht mit so einer Zahnscheibe, wie sie hier drunter liegt, sondern da kommt ganz einfach eine normale Unterlegscheibe drunter. Scheiben 6 mm. Dann ziehen wir das einmal fest. Wunderbar.
Kette mache ich auf der anderen Seite erstmal noch nicht wieder drauf, weil ich ja das Hinterrad ausbauen will und mal gucken, wie die Bremsbeläge aussehen und ob eventuell Getriebeöl durch den Simmerring in die Bremstrommel reingeht. So, dazu muss der Keilriemen runter, der hier ziemlich stramm ist. Und das heißt, die Motorhalteschrauben alle drei lösen. Nicht vergessen, den Auspuff an der Halterung hinten zu lösen, damit wir den ganzen Motor ein kleines Stück nach hinten schieben können. So, ein sicheres Zeichen, dass da schon mal jemand bei war, ist, dass hier die Unterlegscheibe fehlt. Hier sind noch diese originalen Scheiben dran, die ja auf einer Seite abgeflacht sind. Aber hier fehlt sie. Und bevor wir das vergessen, packen wir da natürlich gleich eine Unterlegscheibe drunter. So, und ich stelle gerade fest, das Hemd, was ich heute anhabe, ist ein bisschen zu kurz. Bei jeder Bewegung rutscht einem das aus der Hose. Sehr nervig. So, den Auspuff musste ich noch nicht mal hier hinten lösen. Das Ganze ist in sich hier, hat so viel Luft, dass ich den so weit entspannen konnte, den Riemen, dass man ihn hinten runternehmen konnte. So, jetzt hängen wir die Bremse einmal aus. Und dann kann eigentlich das Hinterrad raus. Da werde ich wahrscheinlich wieder Holzklötze und einen Ständer packen müssen, dass ich hier so ein bisschen in die Höhe komme. Aber bei der Gelegenheit könnte ich eigentlich gleich mal das Getriebe kurz auszählen. Ich nehme an, es sind 10,5er, aber da habe ich ja auch schon zigmal gezeigt, wie ich das mache. Ich mache das immer so, Ventil exakt nach oben und hier oben einen Strich. Und jetzt zähle ich, wie viel Umdrehungen macht die Eingangswelle bei einer Umdrehung vom Rad. Und schon habe ich die Übersetzung. Eine Umdrehung Rad müssen 10, das heißt ja mal 10,5er, eigentlich sind es 10,75er, müsste ich eigentlich 10,75 Umdrehungen da haben. Los geht's. Eine, zwei, drei, 10,75. Kann man jetzt also wirklich sehen, 10,75. Okay, ist also Standard Mofa-Getriebe. Ja, links, rechts, Schrauben lösen, 17er Schlüssel oder halt mit der Knarre und dann nehmen wir das Hinterrad mal raus. Das war nicht besonders fest. Hier sind auch keine Federringe drunter, zumindest unter dieser nicht. Wahrscheinlich war die deswegen noch nicht richtig fest. Hier ist ein Federring drunter, da ist ein Federring drunter, unter der anderen auch. Also mal gucken, ob ich passende Federringe da habe. Ich meine, das ist zwar an 4 Schrauben fest, aber jetzt passen auch noch an 3 fest. Federring ist gebrochen. Halleluja. So, jetzt klappt sich natürlich gleich
Ständer ein, wenn ich das hier rausheben will. Wo hängt das aus? Nirgendwo. Ups. So. Ja. Dann müssen wir wieder auf der anderen Seite den Zahnkranz runternehmen. Da habe ich mir extra mal einen Schlüssel zurechtgefiedelt, weil die normalen zu breit sind. Dafür braucht ihr hier so einen Kavenzmann, 36er. Und den habe ich ein bisschen schmaler geschliffen, weil der sonst nicht zwischen den Zahnkranz und das Lagerblech passt. Schmackofatz. Wollen wir mal sauber machen. So, Lagerschild ab. Hui! Das sieht aber nicht schön aus. Und das sieht hier auch ölfeucht am Simmering aus. Eieiei. Das sieht nicht gut aus. Da ist das Öl drin. Und das ist genau das, was man dann immer sieht. Hier sieht es auch verölt aus. Hier sieht man richtig, wie das Öl da runtergelaufen ist. Der Simmering ist fällig. Und alles ganz schön dreckig. Gut. Also steht auch noch mal Getriebe auseinandernehmen an. So, das sieht doch schon mal wieder besser aus. Ja, manchmal fragen mich die Leute, wie kriege ich das so sauber? Das ist wirklich mühselig, auch hier sowas wieder hinzukriegen. Diese ganze jahrzehntelange Pampe, die da drauf ist, da steht man dann schon gerne eine halbe Stunde am Teilewaschgerät. Hier kriege ich das Rad ja nicht rein ins Teilewaschgerät. Also mit Bremsenreiniger aussprühen und mit Zahnbürste und Pinsel das alles wieder so sauber machen. Teile, die ins Teilewaschgerät passen, das ist immer noch relativ problemlos, aber hier ist das schon wirklich Fleißarbeit. Aber es nützt ja nichts. Das war so fest und krustig da drin, das muss schon jahrelang da drin gewesen sein. Genauso wie man es hier am Getriebe sieht, das ist schon ewig so gewesen. Das heißt jetzt im Grunde genommen auch erstmal das Getriebe, die Bremsbagger abnehmen und dann das Getriebe erstmal so überhaupt sauber waschen, weil so mag ich da gar nicht rangehen. Man saut sich selber nur ein, man sieht eventuell irgendwelche kleinen Risse im Getriebe nicht, im Gehäuse. Es ist wirklich sinnvoll, sauber, alles sauber zu machen und sauber zu arbeiten. So, ich finde, ich war ja schon ganz fleißig. Neue Federringe für die Hinterrad. Befestigungsschrauben habe ich auch. Ja, einige haben ja auch festgestellt, wieso hat die PX Chromschutzbleche? Also ich habe auch schon PX mit Chromschutzblechen gesehen, wobei das ja Edelstahl ist, nicht Chrom. Aber selten und immer nur ein 84er Baujahr, wenn mir das Baujahr bekannt war. Also vielleicht weiß da einer mehr. Also ich kenne nur bisher 84er, vielleicht ist das mal so ein Sondermodell gewesen. Weil es sind ja hier hinten auch noch die Streben dran. Die haben die PX ja normalerweise gar nicht. Die haben ja hier nur dieses Schutzblech, was hier hinten dann nicht besonders stabil ist. Und hier ist noch der Original-PX-Aufkleber drauf. Ja, die kann man nachkaufen, hätte man auch nachträglich draufkleben können. Glaube ich jetzt aber nicht. Also wie gesagt, ich habe auch schon andere gesehen. Mag auch sein, dass das die anderen Leute nachgerüstet haben. Mir persönlich gefällt es hier ganz gut. Ich finde ja immer so Edelstahlschutzbleche schöner als lackierte. Weil A, rosten sie nicht. Und B, finde ich,
Also mir gefällt es einfach. Und das ist ja wie bei der alten SC. So, und wo ich hier schon gerade mal rankomme, kann ich gucken, das Kabel, das ist hier überall in den Haken drin, aber das ist hier unterm Trittbrett. Ist da irgendwie, da ist das zu lang. Und hier haben wir ja eine Beule drin. Da will ich mal sehen, ob ich die, wo ich jetzt da gerade so schön rankomme, wenigstens ein bisschen rauskriege. Ich habe da ja so Ausbeulwerkzeug. Es wäre doch mal ganz nett, wenn man die wenigstens noch ein bisschen wieder rauskriegen würde. So, hier kunstvoll verpackt ist ein Gegenhalter. Hier haben wir so einen schönen Kugelhammer. Kommt man zwar nicht toll ran, aber... Ich finde, das sieht ganz schnuckelig wieder aus. Also hier hat der Aufkleber eine Luftblase. Aber, also die Beule ist raus. Hier ist nur noch diese Luftblase unterm Aufkleber. Wahrscheinlich, als die Beule entstanden ist. Oh, das fällt ja jetzt kaum noch auf. Oh, okay. So, das hier hinten muss ich auch gleich mal sauber machen. Ich arbeite ja gerne sauber. Wobei, es ist natürlich auch klar, das Ding ist alt und es stand lange. Aber wenn man das Hinterrad schon mal raus hat, dann kann man die Sachen eigentlich auch gleich sauber machen. Ne? Sauber machen, ja, kann man den ganzen Tag mit verbringen. Tja, ich bin jetzt ungefähr seit ziemlich genau 3 Stunden hier in Gange und so richtig viel abhaken konnte ich noch nicht. Leider konnte ich das noch nicht. So. Bremszähne aushaken. Zack. Ja, das sieht alles nicht lecker aus. Aber ja, dann machen wir das erstmal richtig sauber. Zumindest von außen. Weil so habe ich nicht mal Lust, das irgendwie auseinanderzunehmen. Wollen wir eben die Riemenscheibe abnehmen. Und dann wieder sauber machen. Sauber machen, sauber machen. So, das Getriebe habe ich erstmal äußerlich sauber gemacht, damit man dann mal ein bisschen vernünftig dran arbeiten kann. Das muss auf jeden Fall neu abgedichtet werden. Aber immerhin, die Schrauben nicht durchgedreht. Hier steht übrigens ein P drauf, falls es irgendjemanden interessiert. 11D und das 990-507-54 Lagerdeckel. Ja, ich glaube, ich habe für heute erstmal genug gemacht. Ich habe es hier hinten erstmal so alles ein bisschen sauber gemacht. Die Beule habe ich rausgemacht. Der Ständer ist drin. Ja, das mit dem Getriebe ist natürlich jetzt blöd, dass das undicht ist. Aber tja, was soll man machen? Es nützt ja nichts. Also, irgendwie habe ich es im Moment mit den Getriebegeschichten. Das
Keilnutgetriebe lauert da ja auch noch. Übrigens, falls es jemand interessiert, guckt euch mal diesen Bremsbelag an. Und dann diesen. Das haben sie auch geändert. Und vor allen Dingen guckt euch mal an, wie schmal früher die Bremsbacken waren. Bei den Keilnutgetrieben. Lustig, gell? So, theoretisch könnte ich das eigentlich auch schon mal zum Einweichen ins Zeilewaschgerät packen. Ja, dann, ich glaube, für heute reicht's. Video wird wahrscheinlich eh schon wieder zu lang. Das sind also diese Geschichten, ja, also doch wieder Überraschungen, nicht nur eben kurz mal Inspektion. Und ich habe eigentlich heute noch gar nicht so viel gemacht. Das Ding haben wir noch auf dem Zettel, den Scheinwerferumbau haben wir auf dem Zettel, die Bremsen einstellen, Radlager einstellen, Lenkkopf einstellen, den Vergaser wollte ich mir nochmal angucken, ob der ordentlich sauber ist. Ja, so geht die Zeit ins Land. Das ist immer wieder erstaunlich. Man wundert sich und sagt irgendwie, was habe ich eigentlich den ganzen Tag geschafft? Ja gut, aber es ist ja mal wie es ist und ja, demnächst geht's weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.